Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder mit Capture One weiter und zwar mit dem Farbbalance Tool. Gleich geht's los. So, ich mache jetzt hier dieses Tool größer und es gibt gleich am Anfang einen kleinen Exkurs, damit das gleich einmal unterschieden wird. Einmal den Farbeditor und einmal die Farbbalance. Und zwar ist das eine Tool der Farbeditor, den ich beim letzten Video vorgestellt habe, der ist für die Farbkorrekturen zuständig. Und rein fürs Color Grading haben wir hier den Farbbalance-Regler. Bei diesem Bild bin ich an sich schon fertig mit der reinen Entwicklung. Es geht jetzt wirklich nur mehr um die Farben. Aber was habe ich hier korrigiert, um das gleich mal zu demonstrieren? Mit der gedrückten Alt-Taste und mit einem Klick auf dieses Symbol sehen wir, okay, im Original wäre die Wollmütze ein bisschen übersättigt gewesen und das habe ich eben korrigiert. Farbkorrektur. Gut. Farbbalance-Regler, da komme ich gleich jetzt weiter dazu. Dazu wechsle ich meinen Workspace und wir gehen da auf Color Grading. Ich habe das extra so eingestellt, dass man die Werkzeuge nicht mehr sieht und einfach nur mehr das Tool und das Browserfenster habe ich auch ausgeblendet, damit das Bild eben so groß wie möglich dargestellt wird. Und wir schauen uns zuerst mal dieses Tool hier an. Wir haben hier den Master Tab, den Drei-Wege-Tab, den sehen wir hier unten dargestellt und dann haben wir jeweils einen Tab für Schatten, Mittelton und Spitzlichter. Was kann der Master Tab? Wir sehen das RGB-Farbrad in der Mitte und an den Seiten jeweils einen Schieberegler. Im Master Tab ist dieser Luminanzregler nicht aktiv, dafür aber der Sättigungsregler. Und wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier einen kleinen Haken, der mir zeigt, okay, welche Farbe möchte ich jetzt vermehrt im Bild haben. Gehen wir ein bisschen da so mehr ins Zyan rein. Ja, hier. Und jetzt mit diesem Tool, mit diesem Regler, erhöhe ich die Sättigung bzw. wie viele im Bild dabei sein soll. Wir sehen auch gleich, je weiter ich den Regler nach oben schiebe, desto weiter geht dieser kleine Kreis zum Rand des Kreises. Gehe ich mal ganz rüber und wir sehen, okay, wir haben jetzt hier sehr viel Zyantöne. Brauchen wir an sich nicht so. Wenn ich das Ganze zurücksetzen will, dann kann ich einfach mit einem Doppelklick hier das Ganze zurücksetzen und ich möchte das jetzt da ganz dezent mit dem Master Tab ganz dezent. Gut. Ah, war zu viel. Ich möchte die Hauttöne jetzt nicht beeinflussen. So, das wäre der Master Tab. Also hier eine generelle Farbstimmung auf dieses Bild legen, das regle ich über den Master Tab und dann geht es weiter über das Drei-Wege-Tool. Da habe ich jetzt eben hier drei kleine Kreise, genauso wie man es eben bei Video-Color-Grading-Programmen wie DaVinci oder so kenne. Ich habe ein RGB-Farbrad für den Schatten oder für die Schatten, für die Mitteltöne habe ich ein Rad und für die Lichter. Das heißt, ich kann getrennt die Farben eben bearbeiten, wie ich sie haben möchte und da gebe ich jetzt hier ein bisschen mehr Türen in den Tiefen rein. Man sieht das ist ganz dezent in den Tiefen. Ich möchte nicht zu sehr reingreifen, weil ich dann sonst hier bei den Augen dann ein bisschen mehr Zyan drin habe. Das würde dann ein bisschen komisch ausschauen. Und an der rechten Seite habe ich jetzt hier im Gegensatz zum Masterrad habe ich das hier jetzt da aktiviert. Das heißt, ich kann jetzt hier die Helligkeit noch ein bisschen beeinflussen. Ich kann das jetzt einmal ganz hell machen, dann wird das Bild eher flauer und ich kann das ganz runtersetzen. Das sauft mir aber schon ziemlich viele Bildbereiche ab
Das heißt, ich mache das ganz dezent und habe jetzt mal meine Schatten eingestellt. Dann kann ich das selber eben auch bei den Lichtern machen. Da brauche ich nicht zu viel machen, ganz dezent nur. Und wenn ich möchte, kann ich bei den Mitteltönen auch ein bisschen reingreifen und sagen, okay, ich möchte ein bisschen mehr Rottöne drinnen haben. Dass das Ganze ein bisschen freundlicher wirkt bei dem Bild. Und ich mache einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich mit Alt-Taste und gedrückter Maustaste. Vorher, nachher, vorher, nachher. Also ich habe jetzt da hier nur mit den Farben mehr Kontrast hergestellt. Deswegen habe ich hier noch das Belichtungswerkzeug eingeblendet. Der Kontrast ist bei 0. Es ist auch die Gradationskurve nicht angefasst worden. Und ja, so kann man das Bild mal weiterschicken nach Photoshop, wenn man noch Retuschearbeiten erledigen möchte. Und an sich wäre das hier das Color Grading. Einen kleinen Bonustipp gibt es noch dazu, und zwar wie ich meinen Workspace eben hier wechseln kann. Dazu gehen wir in den Anpassungen hinein. Ansicht, Symbolleiste anpassen. Dann mache ich das Tool jetzt hier noch ein bisschen weiter runter. Und da wäre hier dieses Werkzeug. Ich kann in Capture One komplett, ich kann es komplett nach meinen Wünschen einstellen, wie ich das haben möchte. Und da habe ich mir gedacht, okay, das Icon für die Arbeitsumgebungen ist ganz interessant. Das lassen wir hier gleich. Und hier das Tool. Ich kann jetzt hier einfach mit zwei Klicks kann ich jetzt hier meinen Workflow ändern. Das lädt jetzt mal kurz. Und das wäre eben mein normales Fenster. Das heißt, ich sehe die Werkzeugregisterkarten wieder. Und wenn ich möchte mit Command B oder Steuerung B kann ich meinen Browser wieder einfügen. Wie kann ich das Ganze einstellen? Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Farblauswerkzeug. Hier einmal Fenster, schwebendes Werkzeug, Farblaus. Und das kann ich jetzt hier noch ankleben. Master, so. Nochmal Fenster, schwebendes Werkzeug, wenn ich die Belichtung noch dazu haben möchte. Und dann kann ich das Ganze eben vergrößern. Mit Steuer oder Command T blende ich meine Werkzeuge aus. Und jetzt habe ich eben mein Arbeitsfenster für das Color Grading. Fenster, Arbeitsumgebung, Arbeitsumgebung speichern. Und das nenne ich jetzt einfach Color Grading. Ich habe es natürlich schon gespeichert gehabt. Soll sie ersetzt werden? Ja, soll ersetzt werden. Und das kann ich hier genau wieder das Ganze wechseln, wie ich möchte. Das war eben der Zusatztipp. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr das Video geil fandet, dann gebt mir ein Plus auf meinen Kanal, abonniert den Kanal und wartet auf das nächste Video zu Capture One Pro und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!